Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Synchromaschine ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir uns die Leistung des Moments ausgerechnet und drauf gekommen, aha, ja, da ist ja Sinus drin. Sinus von dem Polradwinkel. Ja. Heute wollen wir uns überlegen, was denn das bedeutet und wo komme ich überall hin mit meiner Leistung und so weiter. Schauen wir uns das an. Das ist das, was das letzte Mal rausgekommen ist. Gell? Schauen wir uns gleich das Moment an. Das Moment war halt M mal S, US, das ist die Netzspannung, OP dividiert durch XD und so weiter. Und da haben wir das Sinus Theta drin gehabt. Ja? Das heißt, ja, wenn wir uns das aufzeichnen, ja, mit dem Sinus Theta, dann ist das Moment, ja, wenn ich hier das Moment aufzeichnen will, dann geht das da sinusförmig nach oben, ja, erreicht irgendwo ein maximales Moment und geht wieder nach unten. Und da entsprechend symmetrisch. Ja. Auf der Seite habe ich halt Motor, ja. Da habe ich Generator und da habe ich entsprechend Polradwinkel. Das heißt, ich habe da hier bei 90 Grad Polradwinkel oder bei minus 90 Grad Polradwinkel habe ich ein sogenanntes Kippmoment, gell? Maximales Moment habe ich da zur Verfügung. Da. Überschreite ich das, ja, das heißt, kommt mein Polradwinkel über 90 Grad drüber, buch, falle ich außer Tritt, da gibt's nichts mehr, ja, dann reißt praktisch die magnetische Verbindung zwischen Läufer und Stator Magnetfeld ab und es ist vorbei, ja, ich falle außer Tritt, Maschine stillgesetzt werden, das wird nichts. Jetzt schauen wir es ja an. Wie kann ich denn das Moment beeinflussen? Da, schauen wir schon an, UP ist da drinnen, ja. Das heißt, mit mehr Erregung kann ich auch mehr Moment erzeugen. Das heißt, ich kann praktisch das Moment mit der Erregung nach oben bringen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mehr errege, dann wird das halt so ausschauen. Eine größere Erregung. Und das kann ich schon. Ich kann das Moment oder die Leistung. Leistung schaut das ähnlich aus. Ja, das ist nur das Omega praktisch anders. Entsprechend beeinflussen mit meiner Erregung. Haben wir da rein. Ja. M. Netzspannung wir nicht beeinflussen können. Den Widerstand, also die Impedanz, da kann ich auch nicht beeinflussen, das UP kann ich schon beeinflussen. Ne? Die Phasenanzahl kann ich auch nicht beeinflussen. Ja, also, wir haben jetzt also gelernt, dass bei Winkeln über 90 Grad, also wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, wie das da ausgesehen hat, also das ist ja der Motor gewesen, ja, also bei Winkeln über 90 Grad, puh, reißt. Ich meine, ist ja logisch, irgendwo auch, ja, weil dann zahlt er das eher nach hinten hin. Da fängt das Ding so zum Zittern an. Schaut ganz wild aus, muss ich sagen. Das wogelt so hin und her, weil es ja immer, das rotiert da und einmal reißt es in die Richtung, einmal in die Richtung. Aber das Moment pulsiert praktisch um einen Mittelwert und der Mittelwert ist Null. Fertig. Ja. Ist nicht mehr gut. Ja, muss man abdrehen, es schaut schier aus und bringt nichts. Ja, Stabilitätsgrenze. Okay, Stabilitätsgrenze in beiden Richtungen praktisch. Also wenn ich beim Generator das mache,
ja, dann habe ich es erfolgreich herbremst. Ja. Dann wenn ich es mit dem Generator mache, dann habe ich praktisch so viel Leistung hineingesteckt, dass ich den Rotor davonziehe vom Magnetfeld. Fertig. Ja. Fertig. Wo sind jetzt mögliche Grenzen? Ja, wo sind jetzt mögliche Grenzen? Wir kommen auf dieses Diagramm hier zurück. Ja. Und zwar, das ist US, ja, das zeichnen die da wieder ein, aber nur relativ dünn, sagen wir mal. Pass auf, da zeichnen die US ein. Das ist die Richtung von US. Das haben wir da gehabt, gell? Das ist das US praktisch gewesen. Ja. Und das IS haben wir auch festgestellt, das kann ich irgendwo hinlegen. Ja. Das kann ja je nach, ist es Motorbetrieb, ist es Dingsbetrieb. Das, was ich nicht beeinflussen kann, ist an und für sich das hier. Ja. Das US, das die Netzspannung dividiert durch die Impedanz, das bleibt halt da. Ja. Das zeichne ich auch hier wieder ein. Ja. Das legt mir jetzt praktisch diesen Punkt hier fest. Ja. Der Punkt ist festgelegt durch diesen und wo mein Strom jetzt wirklich hinkommt, kann ich ja mit meiner Polradspannung da beeinflussen. Ja, also da kann ich durch die Gegend fahren. Ja. So, jetzt haben wir gesagt, 90 Grad ist schlecht. Ja. Das heißt, hier an und für sich ist die Stabilitätsgrenze. Da geht nicht mehr. Okay, da geht nicht mehr. Stabilitätsgrenze. Das ist die da. 90 Grad. Da, Bug. Ja. Weil ich fahre ja da praktisch mit dem Winkel Theta, kann ich praktisch da herumfahren. Ja. Wie ich will. Okay. So. Jetzt werde ich von dieser Stabilitätsgrenze natürlich, wir müssen uns vorstellen, wenn wir da fahren, ja, oder da fahren, ja, und jetzt kommt ein kleiner Pick, ja, dann eine kleine Stoßbelastung, ja, dann sind wir sofort da drüber. Das heißt, da muss ich ein bisschen wegbleiben. Üblicherweise bleibe ich hier bei ungefähr 45 Grad weg, dann habe ich da halt so eine Grenze, okay? 75 Grad für Stoßbelastung, für Sicherheit bei so Stoßbelastung. Okay? 75 Grad für Sicherheit bei Stoßbelastung. Bleiben wir ein bisschen weg von der Stabilitätsgrenze. So, dann gibt es üblicherweise eine Mindesterregung, weil die Länge von der Polradspannung ist ja abhängig von der Erregung. Ja, das heißt, ich habe da rund um diesen Punkt, ja, habe ich da praktisch so, da rüben ist sehr wurscht, aber kreisförmig, dass ich sage, Minimalerregung. Da ist die Minimalerregung. Und es gibt natürlich auch eine Maximalerregung. Ja, weil ich kann ja nicht, das UB kann ja nicht beliebig groß machen. Ich muss ja da einen Erregerstrom durchschicken. Und dieser Erregerstrom erwärmt mir je nach Ausführung irgendwelche Windungen oder Schleifringe oder so irgendwas begrenzt den Erregerstrom. Das heißt, der Erregerstrom kann nicht unendlich groß werden, sondern also das UP wird praktisch einen maximalen Wert eben nicht überschreiten dürfen. Na, den zeichnen die jetzt da ein. Das ist natürlich auch da so kreisförmig um diesen Punkt, ja, weil mehr geht dann nicht. Ja.
Zeichen wir das ein. Das ist die maximale Erregung. Okay. Ja, und dann wird auch der Strom hier, ne, kann er auch nicht im Stator kann auch nicht beliebig großer Strom rennen. Das heißt, der Strom wird ebenfalls eine maximale Länge haben. Aber muss ich da einstechen mit meinem Zirkel? Gell? Müsste ich hier einstechen mit meinem Zirkel? Das heißt, da schlage ich auch ab. Das heißt, jetzt hier praktisch um diesen Punkt gibt es ebenfalls da irgendwie so. Das da, das ist praktisch maximaler stehender Strom. Also der maximale Erregerstrom ist da, ja, maximaler stehender Strom ist da. Das wird durch die Erwärmung des Läufers begrenzt und das wird durch die Erwärmung des Stators begrenzt. Ja. Ja, und dann ist das der zulässige Betriebsbereich. Ja? Und jetzt mache ich einen Superschmäh. Aufgepasst. Ja? Ich habe da UP mal XD. Wenn ich das mit M mal OS multipliziere, ja, bin ich bei der Leistung. Bin ich bei der Leistung. Das heißt, ich mache hier eigentlich keine Strompfeile, sondern Leistungspfeilchen. Ja? Also ich habe jetzt nicht US mal XD, sondern M mal. Das heißt, das da, diese Leistungskomponenten in diese Richtung sind Wirkleistung und diese Leistungskomponenten in diese Richtung sind die Blindleistung. Ja? Und das ist das, wo ich jetzt hinkomme mit meiner Leistung. Ja? Das heißt, ich habe hier praktisch die Grenzen eingezeichnet und ich hebe die jetzt heraus. Hier habe ich eine Grenze. Hier habe ich eine Grenze. Hier habe ich eine Grenze. Halt da, das ist eigentlich der minimale Erregerstrom. So müsste das aussehen. Gell? Also da, so. Ja. Und jetzt zeichne ich hier nach oben, ist praktisch P und hier ist jetzt Q. Okay? Und das hier ist der zulässige Betriebsbereich. Zulässiger Leistungsbereich. So sieht das aus. So sieht das aus. Schauen wir uns das nochmal an. Da eine typische Auslegung. Ich muss das Ganze auslegen auch irgendwann. Im Nennfall sind wir da irgendwo üblicherweise ungefähr 25 bis 30 Grad. Das ist der Nennpunkt. Da 25 bis 30 Grad, minus 25 bis 30 Grad. Hängt ein bisschen darauf, ob es ein Schenkelpolläufer oder Vollpolläufer ist, aber sowas in der Gegend gibt man das hin. Was bedeutet das? Was ist der Sinus von 30 Grad? 0,5. Ja. Das heißt, ich habe ungefähr doppelt so hohes Kippmoment wie Nennmoment. Ja. Das entspricht in etwa der Asynchronmaschine. Ah, das ist der Auslegungspunkt, oder? Ist da. Dann gibt es halt diese Leistungsbereiche. Ja. Da weg von der Stabilitätsgrenze, da maximaler stehender Strom, da maximaler Erregerstrom. Ja. Und eigentlich
ist es nach unten gekippt, P und Q, aber ich habe ja Generator und Motorbetrieb. Aber ich denke, das kann man sich vorstellen. Ja, und wie es zu diesem Bereich kommt, habe ich jetzt, glaube ich, auch erklärt. Ja, jetzt wissen wir den Betriebsbereich so einer Maschine. Das nächste Mal schauen wir sie an, wie wir Drehzahl verstellen und wie wir es anlassen können und so weiter. Mit dem nächsten Video passieren. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.